Hallo und herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Heute mit mir, Omer Schoenfeld, psychologischer Psychotherapeut. Und heute habe ich die Ehre und das Vergnügen, eine tolle Psychotherapeutin dabei zu haben, die Sabine Lück. Sie ist psychologische Psychotherapeutin sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene. Sie ist systemische Familientherapeutin, Autorin. Sie ist die Gründerin vom Institut für transgenerative Prozesse und die Begründerin von Generation Code. Und ihr neues Buch, Vererbtes Schicksal, wie wir belastende Familienmuster überwinden und unser wahres Potenzial befreien, ist seit ein paar Monaten raus. Ganz spannend. Und ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, Sabine. Hallo. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ich hier sein darf und sage auch Hallo. Sehr schön. Ja, also vielleicht zuerst, was mich interessiert. Ja, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Transgenerationale Mustern und Traumata vielleicht. Wie bist du persönlich auf diesem Thema gekommen? Ja, das ist ja schon viele, viele Jahre her. Ich erschrecke manchmal selber, wenn mir klar wird, irgendwer hat neulich geschrieben, 30 Jahre ist jetzt schon Psychotherapeutin und ich denke dann immer, oh Gott, ja, stimmt einfach. Und vor dieser langen Zeit war ich halt noch eine junge Lehrende auch. Ich habe meine Ausbildung gemacht in Familientherapie, in systemischer Familientherapie. Und die Ingrid Alexander und ich haben in dieser Zeit gemeinsam gearbeitet an einem Therapiezentrum in Hamburg zum Thema Essstörung oder auf Essstörungen spezialisiert. Da haben wir uns auch kennengelernt und es war ihre Passion und auch meine. Ich war halt so eine frische, lehrende, junge, interessierte Person und sie war schon sehr erfahren, ungefähr eine Generation älter als ich. Und ihre Kinder waren schon alt genug, dass sie viel Zeit hatte. Ich hatte noch keine und dann haben wir uns immer zusammengesetzt nach jeder Gruppen- und Einzelsitzung, die wir so hatten und haben dann die einzelnen Patientinnen, meistens waren es Frauen, nochmal genauer angeguckt und vor allen Dingen diese systemische Seite des Ganzen nochmal angeschaut. Und irgendwann ist uns halt aufgefallen, ja, wir machen gute Arbeit, die Symptome verschwinden, die Menschen sind auch insofern erstmal an so einem Punkt, wo sie gut die Therapie beenden können. Aber es fiel immer wieder auf, dass noch irgendwas fehlte und dass das richtige Glück irgendwie sich nicht einstellte. Und eigentlich will man das ja am Ende einer Therapie auch für sich haben. Und da haben wir dann weiter geforscht und nachgeschaut und diesen berühmten Satz dann geprägt, dass man immer noch scheinbar auf den Glanz im Auge der Mutter oder des Vaters wartet und das auch als Erwachsener. Und das beginnt natürlich als Kind schon. Und dass dieser Wunsch, die Eltern glücklich zu sehen und dass man selber dafür irgendwie ja zuständig ist oder dass man das geschafft hat, dass das so tief in uns drin steckt, dass wir das ein Leben lang versuchen und dann natürlich auch auf andere übertragen. Und das hat uns interessiert und dann sind wir in die Tiefe gegangen und haben diesen Treuevertrag des Kindes entdeckt, um den es hier wahrscheinlich jetzt auch gehen kann. Schön, okay, wenn du dieses Konzept von Treuevertrag schon erwähnt hast, was kann man darunter verstehen für unsere Zuschauer, die vielleicht nicht Psychotherapeutinnen und Psychologen sind? Genau, also ich fange eigentlich meistens immer dann ganz am Anfang an, nämlich dann, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir so wirklich absolut abhängig, ohnmächtig, können alleine gar nichts, noch nicht mal den Kopf heben quasi. Stimmt natürlich nicht ganz so. Die Natur hat uns eine ganze Menge mitgegeben, nämlich dafür, dass wir Menschen an uns binden, dass wir es schaffen, dass unsere Eltern oder Bindungspersonen wirklich interessiert daran sind, mit uns eine gute Beziehung einzugehen und auf uns aufzupassen, uns zu unterstützen, zu nähren, unsere Bedürfnisse zu befriedigen und quasi uns dabei am Leben zu erhalten, ganz einfach. Und das ist so existenziell und so notwendig, dass natürlich dem erstmal alles andere untergeordnet wird, weil erstmal möchte ich überleben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den Drang nach Autonomie, nach Weiterentwicklung, nach Individualität. Und das steht manchmal eben in so einem sehr, sehr krassen Widerspruch zueinander, weil wir
keine perfekten Eltern haben, die einerseits selber alles vielleicht mitbringen, um eine gute Bindung zu gewährleisten und dann gleichzeitig auch selber gut genug gebunden sind und sicher in sich sind, dass sie es auch gut aushalten, wenn wir Autonomieschritte machen und in unser Leben gehen. Und genau an dieser Stelle kommt es uns so vor, das ist die Theorie oder die Idee, dass wir gesagt haben, aha, da hat das Kind eigentlich eine ganz gute Idee gefunden, nämlich wenn ich es irgendwie auch noch mit beeinflussen kann, dass meine Eltern vielleicht reifer, stärker, die Eltern werden, die ich eigentlich brauche, damit ich in mein Leben gehen kann, dann tue ich meinen Teil dazu. Und da habe ich diese 5 Heilungswege des Kindes in dem Buch beschrieben, die wir zum Teil natürlich auch schon aus anderen Theorien kennen, dass eben so ein Kind auch etwas dazu beiträgt, dass Eltern stabil sind oder dass in einem Familiensystem Entwicklung geschieht und dass es nicht nur so ist, dass die Eltern die Entwicklung des Kindes beeinflussen, sondern eben auch das Kind die Entwicklung der Eltern beeinflussen kann. Okay, ja, sehr spannend. Und das nennen wir dann den Treuevertrag, weil natürlich, um das zu können, muss das Kind sich an bestimmten Stellen auch zurückhalten, kann bestimmte Anteile von sich nicht entwickeln, Persönlichkeitsanteile, kann bestimmte Gefühle einfach lieber nicht zeigen, weil die Eltern damit nicht zurechtkommen würden. Es passt sich an, es nimmt sich zurück, es entwickelt vielleicht auch besondere Seiten oder übernimmt sogar Schattenseiten oder Anteile von Eltern, die sie eben in das Kind hinein projizieren und so weiter. Also das ist natürlich dann ein weites Feld, aber ja auch ein bisschen euers, ne? Mit Bindungsthemen. Ja. Genau, also dann so für mich so zusammengefasst, was ich da verstehe darunter, ist, dass letztendlich ein Kind ist für seine Eltern abhängig und braucht sie, um überhaupt zu überleben. Und damit das Kind immer das Gefühl hat, ja, ich werde angenommen, ich gehöre dazu, weil für ein Kind letztendlich Ablehnung heißt auch aussterben, weil ein Kind, ein kleines Kind kann nicht ohne die Eltern überleben. Und diese Treueverträge sind da, damit das Kind das Gefühl hat, okay, damit ich dazugehöre und nicht diese Ablehnung erlebe, opfere ich vielleicht Anteile von mir, von meiner Persönlichkeit zugunsten meiner Eltern, damit sie mit mir zufrieden sind. Also kann man so auch das so zusammenfassen für dich, oder? Genau, das würde man so ganz grob erstmal sagen. Das ist natürlich sehr, sehr individuell, weil das Kind ein ganz, ganz gutes Gespür hat, wo die Eltern ihre spezielle Wunde haben. Und genau an dieser Stelle versucht es einerseits etwas zu tun, damit diese Wunde heilt. Andererseits versucht es die Eltern auch an dieser Wunde nicht zu berühren, weil das natürlich wehtun würde. Und es versucht auch eben kompensatorisch nochmal im eigenen Leben später etwas zu tun dafür, dass diese Wunden heilen. Und das gilt natürlich dann für die ganzen Generationen, weil die Eltern ja selber auch als Kind so einen Treuevertrag gemacht haben und deren Eltern auch wieder. Und so entsteht eben wirklich so ein Code, wie wir das genannt haben, über jede Generation hinweg. Und den mal zu betrachten und zu verstehen, kann unheimlich viel erklären über das, wie ich geworden bin. Ja, spannend. Genau, und du hast gerade diese Generation Code entwickelt, weil das wäre auch meine Frage, weil diese Konstrukt von Kind, Mutter, Vater, das gibt es relativ lange in der Psychotherapie oder es hat schon in der Psychoanalyse angefangen mit Freud. Allerdings, wie ich deine Arbeit verstanden habe, es geht mehr diese systemische Sicht, diese transgenerational Übergabe von diesen Themen. Wie siehst du das? Vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu noch was sagen, zu wie wir diese Treueverträge vielleicht auch von Generation zu Generation weitergegeben oder diese Generation Code, was du entwickelt hast. Genau, damals, als ich begonnen habe mit meiner Weiterbildung und auch die Arbeit dort an diesem Therapiezentrum, da gab es zum Beispiel Borzo Meninaci, einer der ersten, der eben darüber geschrieben hat, über diese Weitergabe von, er nannte das ja Generationskonten oder Schuldenkonten, die da von einer Generation zur nächsten weitergehen. Und der hat auch sehr viel, finde ich, schon darüber geschrieben. Allerdings war trotzdem zu der Zeit das noch für viele Fachleute auch und viele Menschen eher so ein bisschen magisch, was wir da so treiben mit unseren Ideen. Aber das hat sich wirklich alles in den letzten Jahren wirklich bestätigt. Heute spricht wirklich ja fast jeder von transgenerationaler Weitergabe und vor allen Dingen
ist es eben auch von Seiten der Forschung gut inzwischen untersucht worden, dass da eben auch transgenerational etwas weitergeht. Dass wir also wissen, es gibt so etwas wie eine Hard- und eine Software, die Gene, die stehen natürlich erstmal fest. Aber ja, wer hat das neulich so schön gesagt? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich finde dieses Beispiel so schön mit dem Klavier. Na, die Gene sind meinetwegen das Klavier, aber wer darauf spielt oder wie darauf gespielt wird, das ist eben noch die andere Seite. Und da kommt die Epigenetik ins Spiel, die sozusagen in der Lage ist, Erfahrungen, die unsere Vorfahren gemacht haben, tatsächlich schon auf eine zweite Art und Weise zu übertragen, sodass diese Erfahrungen in der nächsten Generation einerseits positiv zur Verfügung stehen, dass wir die also auch schon nutzen können. Gleichzeitig werden aber auch in unserem Zellwissen da Erfahrungen gespeichert, die wir gar nicht selber gemacht haben, die aber trotzdem uns unsere Art, wie wir fühlen, wie wir denken und das, was wir auch wollen, irgendwie wirklich zu beeinflussen. Und das kommt zusammen mit dem, wo ich eigentlich herkomme, nämlich aus dem Bereich der Bindungs- und Beziehungsgestaltung, die davon natürlich extrem beeinträchtigt ist. Also vor allen Dingen beeinträchtigt, sage ich jetzt mal, wenn wir auf Trauma gucken und Trauma, was weitergeht. Natürlich werden auch positive Dinge weitergegeben und Ressourcen und gute Überlebensstrategien und so etwas. Aber meistens interessieren sich natürlich die Menschen erstmal für die dysfunktionalen Geschichten und was da eben nicht funktioniert oder belastend ist und was dann da in den nächsten Generationen landet. Und ja, dieses Konstrukt Vater, Mutter, Kind, wie du schon gesagt hast, das kennt man natürlich auch. Und wenn man sich das jetzt aber ein Stück so vorstellt, dass das ja so beeinflusst ist durch diese verschiedensten Dinge, die wir ja übernommen haben, dann kann das nicht nur alleine so stehen bleiben, weil wir dann nicht weiterkommen. Also ich habe in meiner Praxis halt oft Menschen, die ihre Kinder, wie üblich, sage ich mal, bringen und sagen, hier, die und die Symptome, bitte mach heile, so ungefähr. Und dass ich natürlich auch mit dem systemischen Blick, obwohl ich auch als Tiefenpsychologe natürlich arbeite mit Familien und Kindern, dass ich da natürlich auch dann diesen Blick da drauf werfe und man dann sehr erstaunt feststellen kann, dass die Symptome des Kindes vielleicht zur Großmutter oder Großvater gepasst haben und der genau quasi ja Dinge erlebt hat, die zu diesen Symptomen passen würden. Aber in der Familie des Kindes muss man da schon sehr, sehr suchen, um wirklich das zu begründen, warum dieses Kind jetzt mit Zwängen oder Ängsten oder Depressionen irgendwie plötzlich dasteht. Also da werden einfach Dinge übertragen und das ist sehr, sehr hilfreich, das mit hinzuzuziehen, um vor allen Dingen wegzukommen auch von diesem Schuldgedanken oder schlechte Eltern zu sein, sondern wirklich mehr ins Verstehen zu kommen und dann auch besser zu verstehen, was gebe ich denn als Vater, als Mutter da unbewusst weiter, ohne dass es mir so klar ist? Ne? Ja, ich finde diese Metapher mit dem Klavierspielen ganz interessant. Und was mir kam, ist auch, ja, es gibt das Klavier an sich und es gibt die Noten und es gibt die Melodie, also quasi was man spielt, aber auch vielleicht wie man spielt. Also ist er hart oder weich oder es ist nicht sanft. Also und ja, ich habe mich auch gefragt, ob es auch sowas in der Metapher schon drin ist. Aber ja, auf jeden Fall, es hat verschiedene Einflüsse. Also nicht nur genau die Gene, aber auch die Art von dem, wie man mit dem Kind spricht oder auch wie konsequent man ist, wie vielleicht strafend man ist, wie verstrickte Beziehung ist, dass da ja alles vielleicht eine Rolle spielt bei der Entwicklung von diesem, ja, von der Persönlichkeit letztendlich, oder vielleicht wenn wir reden von der dysfunktionalen Seite, von vielleicht, ja, Störungen, die dadurch entwickelt sind oder Traumata. Ja, genau, ich finde das auch ganz wunderbar, dieses Bild, also auch in der Art und Weise, wie ich spiele, weil manchmal ist die Melodie wunderbar, an der kann man gar nichts aussetzen, aber die Art und Weise, wie sie gespielt wird, ist eben zu hart oder zu weich oder, ne, oder zu langsam oder so. Und das stellen wir immer wieder fest. Bei uns ist immer diese Frage, um jetzt diesem Vertrag so ein bisschen näher zu kommen, was ich quasi nach vorne weitergebe an meine Kinder, da stellen wir immer die Fragen, ja, worin soll es denn dein Kind einmal besser haben als du? Was soll ihm besser gelingen? Und dann kommt man relativ schnell auf das, was bei einem selber ja gefehlt hat. Logisch, liegt ja irgendwie in dieser Frage mit drin.
Und das ist aber eine Grundbasis oder eine Sache, die tatsächlich immer stattfindet. Wir wollen ja eigentlich, dass es besser wird. Das hat auch was mit, ja, sag ich mal, Evolution und Progression und Weiterentwicklung zu tun. Wir wollen gerne, dass etwas positiv weitergeht. Und dabei kann es eben sein, dass ich meine eigene Wunde mittransportiere. Entweder, weil ich mich dann verwechsle mit meinem Kind oder weil ich etwas auf eine Art und Weise tue, die eben übertrieben ist. Die, na, wenn ich zum Beispiel selber irgendwie niemand hatte, der wirklich mich gesehen hat, dann will ich mein Kind unbedingt sehen. Ich möchte, dass sich dieses Kind total von mir gesehen fühlt. Mhm. Und diese Botschaft kommt auch bei dem Kind an. Mhm. Und das muss jetzt irgendwas machen, damit Mama wirklich merkt oder Papa, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich gesehen. Ja, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, ja. Aber so ist das mit dieser Melodie, die dann eigentlich gut ist, aber die Art und Weise, wie sie gespielt wird, transportiert eben noch etwas anderes mit. Und das Kind ist sehr sensibel und spürt, dass dahinter eigentlich eine Wunde liegt. Und dann kommt eben diese Idee mit dem Vertrag. Also wo darf ich die Eltern nicht zu sehr berühren an ihrer Wunde, weil das würde ihnen wehtun, weil eigentlich ist ja eine Aufarbeitung der eigenen Wunde oder eine Versorgung der eigenen Wunde dran. Die wird aber transportiert in die Zukunft, in die Kinder. Und die müssen jetzt quasi diese Wunde irgendwie in sich heilen, die aber nicht ihre ist. Und genau an dieser Stelle wird es dann verstrickt und schwierig. Mhm. Und keiner steigt mal so richtig durch. Und deswegen ist es sehr, sehr hilfreich, diesen Blick darauf zu werfen. Ja, also auf jeden Fall spannend, wie du sagst. Also ich kenne es auch aus meiner Erfahrung, auch mit Eltern zu arbeiten oder mit Familien, dass es gibt, wie du sagst, dass wenn man als Kind bestimmte Erfahrungen mit seinen Eltern gemacht hat, die für das Kind nicht gut waren oder nicht positiv oder hat das Kind das Gefühl, das hat mir gefällt. Und dann, wenn das Kind irgendwann Erwachsene wird, dann was oft passiert ist, dass die versuchen, das Gegenteil zu machen. Also wenn mein Vater vielleicht nicht da war, dann würde er übermäßig da sein für mein Kind und vielleicht wirklich so auf eine ja ein bisschen wie so ein Helikopter-Elternteil. Und was viele Menschen nicht verstehen, dass das Gegenteil von etwas zu sein heißt immer noch, dass du bist dadurch kontrolliert von diesem Ursprung. Du bist nicht du. Du bist das Gegenteil von was du vielleicht dir gewünscht hast. Aber das ist immer noch nicht unbedingt was bei deinen Kindern braucht oder was du damals gebraucht genau. hast. Also das fand ich nochmal auch ganz fein, was du da gesagt hast, weil natürlich, ne, siehst du das Kind nicht, aber das, was da drin für mich steckte, ist genauso, wenn ich einen Vergleich mache, wenn ich sage, ich möchte gesünder leben, dann habe ich ja immer noch die andere Seite mit in dieser Vorstellung drin. Und wie du es eben gesagt hast, wurde das so deutlich. Ne? Ich möchte, dass es meinem Kind dann besser geht. Und dabei habe ich aber meine eigene Wunde eben mit drin. Und die transportiert sich auch irgendwie weiter. Und in der Art, wie ich dann mein Kind versorge, weil ich möchte dann dieser Vater für mein Kind sein, den ich nicht hatte. Oder ich suche mir einen Partner. So war das zum Beispiel bei mir. Ne? Ich hatte auch keinen Vater, so wie ich ihn mir gewünscht habe. Und habe dann wirklich Ausschau gehalten nach einem Partner, den ich mir dann auch immer gleich so vorgestellt habe. Was ist der denn für ein Vater? Und tatsächlich war er dann auch ein ganz, ganz toller Vater für mein Kind, aber eben ein vielleicht zu guter Vater, also weil das wieder in seiner Geschichte drin gelegen hat und da war eben dieses zu viel drin, von dem wir eben reden, was dann eben auch dazu führt, dass zwar das Positive ja ankommt bei dem Kind, ne? Ich will nicht sagen, dass dann alles irgendwie schlecht ist, aber auch eben die Wunde und dann hat das Kind den Auftrag oder spürt den Auftrag, ich muss diese Wunde eben lösen, ich muss dann auch im Endeffekt das werden oder das am Ende sein, was mein Vater eigentlich gebraucht hätte. Und das geht natürlich nicht. Ich kann nicht stellvertretend für meinen Vater heilen oder für meine Mutter. Das geht einfach nicht. Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Und deswegen bleibt dieser Auftrag ein Leben lang. Und das Kind macht das auch noch, wenn es erwachsen ist und wiederholt es dann irgendwie mit seinen eigenen Kindern. Ja. Und ich kenne auch als systemische Therapie diesen Begriff von Delegation, dass Eltern etwas delegieren an ihre Kinder, vielleicht ihre Wünsche von ihnen oder was, oder vielleicht auch, ja, Wunden, die ungelöst sind. Geht das auch in diese Richtung in deiner Arbeit? Genau. Was bei uns nur dazugekommen ist, also das
gab es schon. Ne? Das haben wir also so übernommen auch, weil wir ja auch systemische Therapeutin sind. Ich sage mal wir, weil Ingrid Alexander das ja mit mir zusammen entwickelt hat, dieses Konzept. Und wir haben wirklich diese Essenz genommen. Das wussten wir. Es gibt Botschaften, Delegationen, Aufträge, ne? Wie es Borso Meninaci eben schon sagt und andere. Aber was bei uns quasi dazu kommt, ist, dass wir sagen, ja, aber auch das Kind hat einen Heilungsimpuls. Und das ist aus meiner Sicht eben zutiefst systemisch, dass ich nicht nur sage, einer beeinflusst in eine Richtung, sondern das Kind, indem wie es da ist, indem wie es reagiert darauf, beeinflusst eben auch. Und das Kind spürt zwar die Delegation, die Botschaften, die Aufträge, aber es spürt vor allen Dingen eben die Wunde dahinter und beschließt dann an dieser Stelle einen Heilungsimpuls zu setzen, indem es sich eben zurücknimmt, bestimmte Eigenschaften entwickelt, jemanden ersetzt in der Familie, der gefehlt hat und so weiter. Also auf verschiedenste Art und Weise. Und dann eben tatsächlich einen Beitrag liefert, der tatsächlich auch etwas bewirkt bei den Eltern. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind Symptome entwickelt, dann denken eben die Eltern vielleicht nur um Gottes Willen, was ist hier alles schlecht und stumm gelaufen und was haben wir falsch gemacht. Aber es ist gleichzeitig auch ein Versuch, Heilung reinzubringen, weil vielleicht endlich jetzt in dieser Generation eine alte Wunde geheilt werden kann, wenn man es richtig versteht. Wenn man merkt, was zeigt das Kind für Symptome, haben diese Symptome des Kindes vielleicht auch etwas damit zu tun, was vielleicht in einer vorherigen Generation an Leid erlebt worden ist und das natürlich die Eltern beeinflusst hat und die wiederum, also die Großeltern, die Eltern, die dann mit ihrem Kind auf diese Weise umgehen. Und weil es aber noch nicht ursprünglich gelöst ist, sondern eigentlich immer nur versucht wird, in der nächsten Generation etwas besser zu machen, kommt dieser Heilungsprozess nicht richtig in Gang und das Kind bringt es dann vielleicht mit einem heftigen Symptom oder einer Störung, die es reinbringt, tatsächlich dann dahin, dass hier wieder was passiert, dass das System aufgerüttelt ist und die Eltern gehen los, sie müssen selber sich auseinandersetzen mit Themen und das ganze System ist in Aufruhr und jetzt ist aber vielleicht die Gelegenheit, dass es gelöst werden kann und das Trauma vielleicht wirklich endlich integriert wird. Ja, ich will auch gerne etwas von mir erzählen. Also es ist so, dass meine Mutter, als sie 6 Monate alt war, hat ihre Mutter verloren. Also ihre Mutter ist an Krebs gestorben damals. Und sie wurde ein bisschen so von hin und her weitergegeben zwischen ihrem Vater zu Tante. Und dann ist sie auch nach Israel gezogen damals, aus Polen. Und sie kann sehr schwer Konflikte überhaupt erhalten, weil für sie Konflikt war immer etwas mit Gefahr zu tun. Und bei mir als Kind, ich habe schon immer das Gefühl, auch wenn sie war wirklich, hat alles versucht, für mich da zu sein, aber ich habe das, glaube ich, irgendwo gespürt, diese Wunde in sie, und war auch ein sehr guter Junge, war nie wirklich wütend auf sie, habe das irgendwie unbewusst gespürt, dass sie überfordert. Und ich habe das etwas, was ich heute löse, und das, ja, Streiten sind auch wichtig in Beziehungen und auch ein wichtiger Teil davon. Und gleichzeitig, ja, zu merken, ja, wie diese Wunde, was sie hat, ja, auf mich so gewirkt hat. Und ganz genau. Ja. Ja. Also je nachdem, wie gut sie versorgt wurde nach diesem sehr schmerzlichen und traumatischen Erlebnis, dass die eigene Mutter so früh stirbt, wenn man ein halbes Jahr ist, dann ist man gar nicht von seiner eigenen Ich-Entwicklung, sage ich mal, komplett, ne? Da gehen jetzt ein paar verschiedene Schulen durcheinander. Aber letztendlich ist es ja so, dass ich sich wirklich entwickeln muss und dafür diese stabilen Bindungspersonen braucht. Und wenn eine Bindungsperson dann wegfällt oder vielleicht ja auch vorher schon nicht so stabil war, weil sie erkrankt war, dann fehlt deiner Mutter ja an dieser Stelle dieser wichtige stabilisierende Teil oder diese Erfahrung. Beziehungsweise vielleicht haben andere es ganz gut gemacht, aber trotzdem die Mutter ist ja 9 Monate so ein wichtiger Bestandteil von mir gewesen, als ich irgendwie noch im Mutterleib war quasi. Und das dann in der nächsten Generation, also wenn du quasi auf die Welt kommst, ist natürlich dieses Thema aktualisiert, weil wenn sie selber Mutter ist, dann wird gleichzeitig auch ihre eigene Kindheit nochmal wach. Und du spürst natürlich dann genau diese Seiten, wo sie
noch nicht geheilt ist, wo sie noch nicht ausreichend Versorgung oder Wachstum erfahren hat und nimmst dich dann an der Stelle einerseits zurück und auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass du auch eine Mutterrolle irgendwo eingenommen hast für die Mutter, obwohl du ein kleines Kind warst. Also nicht selten werden Babys zu Personen, die sozusagen ihren Müttern und Vätern irgendwie beistehen. Ne? Man kann sich das ja auch ein bisschen vorstellen, dass man sich an so einem Baby wirklich gut festhalten kann. Und das Baby spürt diese Aufgabe. Und dann verdrehen sich natürlich in gewisser Weise die Rollen, was dazu führt, dass ein Kind bestimmte Dinge nicht macht. Also sich zum Beispiel total zumutet, ne? Oder sich richtig schwer macht oder so, weil ja es ja selber eigentlich in der Rolle ist, jemanden zu halten oder zu tragen. Ne? Genau. Ja, genau. Also ich glaube schon, dass ja diese Parentifizierung bei mir auf eine Art stattgefunden ist. Und ich weiß auch eine Situation, wo ich selbst Erfahrung gemacht habe und da wurde ich von die Leiterin gehalten und das war für mich sehr heilsam und so viel, ja, sie meinte mich und sie ist bei mir. Aber dann, als diese Sequenz vorbei war, automatisch wollte sie auch halten. Es war wie so ein Impuls in mir. Und ich weiß nicht, es macht keinen Sinn. Sie ist die Leiterin, sie braucht das nicht von mir, aber in mir, in meinem Kopf, es war so, oh, jetzt muss ich etwas auch zurückgeben. Und das bestimmt habe ich das unbewusst angenommen von dieser Beziehung. Genau. Ja, das beschreibst du wirklich sehr, sehr schön. Und das sind Dinge, die laufen einfach so unbewusst ab. Ne? Wir machen uns natürlich normalerweise keine Gedanken. Du hast die Gedanken gemacht. Und nicht umsonst hast du dann irgendwie dich jetzt auch auf das Thema Bindung spezialisiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil das heilend ist und weil es so wichtig ist, dass da genau Informationen in die Welt gehen, dass die Menschen verstehen, was das für eine sehr sensible Zeit ist und wie wichtig es ist, dass wir da auch gut auf uns schauen als Eltern, was wir brauchen, damit wir wirklich diese guten Bindungspersonen sein können und auch darauf zu schauen, wo verwechseln wir einfach dann nochmal die eigene Geschichte mit dem Kind. Also es ist ja manchmal sogar noch komplizierter und das kann ja sogar sein, dass ich in meinem Kind einen Elternteil nochmal versorgen möchte. Also ne, es könnte zum Beispiel sein, wenn du jetzt ein Kind bekommst und es ist ein halbes Jahr, ich weiß gar nicht, ob du ein Kind mehr hast, vielleicht hast du ja schon. Nein, okay. Also wenn du Kinder hättest und die werden ein halbes Jahr alt, dann kann es wirklich sein, dass du nochmal, wenn es ein Mädchen ist vor allen Dingen, ne, in ihr nochmal deine Mutter versorgen möchtest, ohne dass es dir bewusst ist. Und auch diese Übertragung bringt natürlich die Wunde in die nächste Generation. Also du meinst, dass die Babys sogar können die Wunden von den Eltern spüren und darauf so agieren. Das passiert natürlich auch unbewusst, natürlich, ne, das ist klar. Aber sie nehmen ja energetisch wirklich ja noch ganz was anderes wahr, wie wir heute ja aus der Forschung auch wissen, ne, dass die wirklich so offen sind und nicht umsonst wissen wir ja nicht so viel von dieser Zeit, aber das Schlimme ist, wir sind in dieser Zeit total offen. Ist ja auch so gedacht, soll ja auch was Positives haben, aber auch auf dieser Ebene gibt es eben die negative Seite davon, dass wir alles erspüren, auch was wirklich ist. Und dann hinter diesem Verhalten der Eltern, die Wunde, die Defizite, den Mangel spüren und einfach ein Gefühl dafür haben, da brauchen die was. Ne? Und das wird dann einfach gemacht von den Kindern. Und das sieht nicht immer liebevoll und toll aus. Das kann auch zum Beispiel ein Kind sein, was immer nur schreit den ganzen Tag oder was sehr, sehr anstrengend ist, weil es vielleicht dafür sorgen will, die Mutter den Vater in der Versorgerrolle zu halten, ne? Und dass die Mutter nicht in die Depression abrutscht und so etwas. Also es sieht nicht immer nur so, ich bin die liebevolle Mutter für meine Mutter, sondern auch das Kind, was sehr anstrengend oder schwierig ist oder ganz viel Wut hat, kann eben damit eben eine wichtige Aufgabe haben, um die Eltern an der Stelle zur Reifung anzuregen. Ja, ich mag auf jeden Fall diese auf die systemische Sicht, dass jedes Problem ist ein Lösungsversuch. Genau. Und zu schauen, was ist eigentlich, was wird dadurch erreicht, welche Gewinne, also man redet auch von sekundäre Krankheitsgewinne, also was vielleicht, welche Vorteile werden durch diese vielleicht dysfunktionales Verhalten trotzdem erreicht? Was und da nochmal zu schauen. Und vielleicht zu schauen, kann man das irgendwo anderes erreichen, damit das Verhaltenweise, was nicht so gesund ist, vielleicht dann
ja, ersetzt werden könnte. Ja, einfach zu gucken, wo gehört es denn eigentlich wirklich hin? Ne? Also wenn sich Eltern dessen bewusst sind, wenn sie zum Beispiel einen großen Wunsch haben, dass ihr Kind etwas Bestimmtes erleben soll oder wie es aufwachsen soll, und sie dann zum Beispiel reflektieren und gucken, hat es was mit mir zu tun oder ist es etwas, was vielleicht meinen Eltern oder Großeltern gefehlt hat, dann können sie schon mal differenzieren, was hat das vielleicht mit mir zu tun? Und wie ist es denn wirklich bei meinem Kind? Hat mein Kind nicht vielleicht eine ganz andere Situation von Anfang an, als ich es hatte oder meine Eltern es hatten? Und was braucht mein Kind wirklich? Und das hilft natürlich schon wirklich immens, wobei trotzdem ganz viele Dinge völlig unbewusst ablaufen. Und na, ich bin ja wirklich schon, bevor ich Kinder hatte, hatte ich wirklich viel erfahren über diese ganzen Sachen. Und trotzdem konnte ich immer wieder beobachten, wie sich diese alten Themen auch bei mir eingeschlichen und übertragen haben und konnte dann zum Glück, vielleicht nicht immer rechtzeitig, aber doch irgendwann das reflektieren und auch stoppen und dann auch wieder zurücknehmen und sagen, hey, guck mal, da hast du plötzlich einen besonderen Wunsch oder eine Erwartung sogar an deine Kinder an bestimmten Stellen und was hat das eigentlich mit dir selber zu tun? Ja, jetzt. Aber ich finde es super spannend, weil ich habe zwei Kinder und meine Tochter, die hat inzwischen auch ihre beiden Codes von beiden Seiten gelöst, also ihre Verträge aufgekündigt mit ihren Eltern. Und sie war, nachdem sie das gemacht hat, war sie unheimlich offen damit, also hat mir auch davon erzählt. Und das war super spannend, nochmal zu sehen, was von dem, was ich dann ja weitergereicht habe, auch wirklich bei ihr gelandet ist und was sie dann wiederum damit nochmal auflösen konnte und wie das dann so das ganze System auch nochmal beeinflussen kann. Das fand ich jetzt ganz, ganz großartig für mich und bin auch super dankbar, weil ich dann nochmal ganz viel lernen durfte. Ja, spannend. Also für dich, man kann wirklich diese Code wirklich lösen. Gibt es die Möglichkeit, gibt es einen Schlüssel, um das zu lösen? Und dann ist man, sag mal so, soweit es geht, befreit von diesen transgenerationalen Themen? Ja, also natürlich wäre das völlig falsch, wenn ich jetzt sage, das ist das einzige Wundermittel und mach, lies das Buch, arbeite mit den Übungen und dann bist du frei für dein Leben. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, nicht so richtig, würde nicht der Sache gerecht werden, weil es ist wirklich so komplex und so groß. Aber es ist tatsächlich so, dass jeder kleine Schritt, den ich mache, unheimlich bewirken, viel bewirken kann. Und es ist so, ich kann ganz viel verstehen. Und natürlich, wenn ich es löse, und das geht natürlich, ich löse dann diesen Vertrag, dann wird erst der Prozess so richtig losgehen. Weil dann muss ich vielleicht ganz viel noch nachentwickeln. Oder ich merke halt erstmal, was in meinem Leben alles davon beeinflusst war. Und natürlich habe ich mich ja auch so entwickelt, wie ich mich entwickelt habe. Und alle Qualitäten und Fähigkeiten, die ich mir zugelegt habe durch den Vertrag, also wir nennen das dann auch manchmal die Scheinidentität, die sich entwickelt hat, die ist ja nicht nur schlecht. Natürlich hat sie mich ganz schön von mir selber entfernt. Aber ich habe viele Qualitäten, Fähigkeiten dadurch entwickelt. Und das will ich ja nicht alles über den Haufen schmeißen, sondern da schaue ich dann nochmal ganz genau, was ist wirklich hinderlich für mich und mein Leben? Und wo habe ich gute Sachen auch erlebt, die ich auch gerne behalten möchte und die einfach auch zu mir gehören? Natürlich gehört ja auch die Wunde zu mir, die ich dann selber ja auch bekommen habe. Und das dann wirklich rund werden zu lassen, das ist ein Prozess, der natürlich dann über viele Jahre geht. Aber mit jedem Schritt, den ich mache in diese Richtung, erkenne ich ganz, ganz viel, verstehe ich ganz, ganz viel. Und das ist ja auch die gute Nachricht der Epigenetik, kann jeden Tag wieder etwas Gutes und Positives verändern, was dann wiederum ja als eine positive Sache auch nach vorne weitergeht. Und gute Bindungserfahrungen sind ja genau das, was diese alten Übertragungen auflöst. Das finde ich so eine schöne Sache daran. Ne? Wir fragen uns ja, ist das jetzt so? Wir haben es jetzt geerbt und das war's. Aber wir können es einerseits von der psychischen Seite auflösen und wir können es durch gute neue Erfahrungen auch auflösen beziehungsweise positiv beeinflussen, damit dann in die nächste Generation eben etwas Positives und ja, Gereiftes und Geheiltes weitergegeben wird. Ja, schön.
Und wenn wir zum Beispiel deine Tochter als Beispiel nehmen, würdest du sagen, dass sie auch, also weil ich habe auch gesehen im Buch, es gibt wirklich sehr, sehr viele Übungen, es ist wirklich sehr praxisnah und es gibt vieles, was man selbst machen kann und ganz viele Reflexionübungen und ja, Übungen, wo man wirklich in die Vergangenheit geht und Fantasiereisen. Und waren diese Übungen, die ihr zum Beispiel auch geholfen haben, das um diese Kunst zu lösen? Ja, genau. Also das, was ich im Buch beschreibe, ist im Prinzip dieses Konzept, was wir entwickelt haben, noch angereichert mit vielleicht anderen Übungen hier und da und einige Sachen ein bisschen vereinfacht, damit man das eben auch für sich zu Hause machen kann und immer im Hinterblick behalten sollte, dass man wirklich gut darauf achtet, dass man auch stabil genug dafür ist. Ne? Also wenn man jetzt wirklich psychische Erkrankungen hat oder ganz schwere Traumata in der Vergangenheit vermutet, dann sollte man das wirklich am besten mit Unterstützung machen und nicht unbedingt ganz alleine ohne Versorgung. Und ich habe ja auch bei jeder Übung immer darauf aufgepasst, dass man schaut, ist eine Triggerwarnung dran, wie hoch ist die, wie groß ist die Gefahr, dass ich damit wirklich überwältigenden Gefühlen vielleicht zu tun bekomme und dann dementsprechend mich vorsehe oder die Ressourcenschatzkiste auspacke, den Notfallkiste auspacke, damit ich dann auch auf der sicheren Seite bin. Und ansonsten ist aber dieses Konzept, so wie ich es da beschreibe, genau das, was eben hilft, von wie so eine Reise sozusagen da durchzugehen und den Code jeweils für die eine und die andere Seite lösen zu können. Und ich denke, dass das auch wirklich sehr viel weiterhelfen kann, sich schon mal mit dieser eigenen Ahnengeschichte auseinanderzusetzen, Spuren zu entdecken, erste Schritte zu gehen, Heilungsimpulse zu setzen und auch selber zu erleben. Trotzdem kann es natürlich sein, dass an der einen oder anderen Stelle, wenn es wirklich so unbewusst ist und so verboten vielleicht auch ist, diesen Vertrag zu lösen, dass man dann selber irgendwie an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkommt. Dann sollte man nicht frustriert sein, sondern einfach nur wissen, ist echt Geheimstufe rot sozusagen. Ich muss mir vielleicht einfach ein bisschen Unterstützung holen oder ein Gegenüber, mit dem ich spreche, was ja auch schon ganz viel hilft, wenn man im Gespräch ist und dann erzählt, ich habe diese Übungen gemacht und dabei ist das und das aufgetaucht und da komme ich jetzt aber nicht weiter. Und dann bringt der andere vielleicht seine Idee mit ein und das löst plötzlich ein Aha-Erlebnis aus. Ne? Also als Beispiel, ich habe das gerade mit einer Gruppe in der Schweiz gemacht und es ging darum, für sich selber einfach mal zu schauen, wenn ich so eine Ahnenlinie jetzt vor mir habe, zu gucken, was haben die alles erlebt und welche Heilung müsste da eigentlich hinkommen in die jeweilige Generation, so dass ich nicht von unten versuche, die zu versorgen, sondern gucke, von welcher Person zu welcher Zeit hätten sie diese guten Umstände, idealen Umstände gebraucht. Und da hatte dann eine so aufgebaut, ihre Großmutter, dann weiter nach unten halt alle, die dazugehört haben. Und bei der Großmutter sagte sie dann, ja, ich komme aber irgendwie nicht weiter, weil irgendwie bringt mir das jetzt auch nicht. Die hatte halt so einen Mann und der war ja dann der Stiefvater von meiner Mutter und so weiter. Und dann irgendwie fragte ich irgendwann, ja, was war denn mit dem biologischen Vater deiner Mutter? Ach ja, der ist ja im Krieg gestorben. Und das hatte sie komplett ausgeblendet. Aber es war ja irgendwie klar, wenn man Heilserum dahin bringen sollte, dann da. Oh, nicht bei dem bösen Stiefvater, der dann so negativ war. Weil der wäre vielleicht dann gar nicht da gewesen. Hätte man erleben können, dass der eigene Vater im Leben ist und auch der eigene Ehemann, der geliebt war, sehr geliebt war von dieser Großmutter. Und das war wie ausgeblendet. Ne? Das war die Treue zu der Wunde, dass ich dann an der Stelle das gar nicht sehe und für völlig normal halte, den auszublenden. Und das kann einem natürlich passieren, wenn man alleine damit arbeitet. Mhm. Und deswegen macht es Sinn, auch immer wieder in Austausch zu gehen, auch mit anderen zu sprechen und zu erzählen, Mensch, komme ich da nicht weiter oder so. Und dann sieht der andere das natürlich relativ schnell, weil er ja nicht den eigenen das eigene Verbot in sich trägt, ne? Und das kann einem dann wirklich helfen. Ja, wir haben alle unsere Blindflecken. Genau. Und deswegen ist einfach, Unterstützung, Psychotherapeuten, jemand professionell darüber zu sprechen, kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Und auf jeden Fall im Buch, ja, ich habe es auch, ich fand,
hat mich auch sehr beeindruckt, wie ja verantwortungsvoll du diese Übungen umgegangen bist und wie dem Übung wirklich so ein, was für ein Triggerpotenzial gibt es durch diese Übung. Das fand ich sehr, sehr wichtig. Und vor allem mit Menschen, die vielleicht, vor allem wenn man eine Krise ist, vielleicht Sucht machen nach so einer Unterstützung. Und ich kenne das auch von, aus meiner Arbeit auch oft mit Bindungswunden, dass oft man will auch das Gefühl haben, ah, ich will das aber alleine machen. Irgendwie, weil damals es gab diese Ablehnung oder diese Enttäuschung, die ich vielleicht Bezugsperson, und man hat gelernt, so eher so ein Einzelgänger zu sein. Und ich will das alleine schaffen. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, es braucht genau diese Kontakt, diese zwischenmenschliche Kontakt kann auch extrem heilsam sein. Vor allem, wenn es geht um wirklich Bindungswunden. Genau das. Und trotzdem finde ich es auf jeden Fall sehr, ja, hilfreich, dass man auch für sich schon etwas aufarbeiten kann und ein paar, ja, Schritte machen kann, um zu verstehen, was sind überhaupt die Themen? Weil, wie du sagst, wenn man die Themen nicht weiß, dann ist viel, man kann gar nicht vorstellen, was der nächste Schritt sein kann, wenn ich die Themen nicht weiß, ja. Genau, und es gibt zum Beispiel dann ja auch in dem Buch so Sachen, dass man zum Beispiel ein Genogramm erstellen kann. Das ist eben nur dafür, dass es vielleicht der ein oder andere nicht kennt. Das ist halt so eine Übersicht über die eigene Familiengeschichte, wie so ein Stammbaum, wo man halt Daten, Fakten schon mal so reinschreiben kann und auch so Live-Events, die Menschen erlebt haben in den jeweiligen Generationen. Und das hilft manchmal schon, wenn man das zum Beispiel vor sich sieht und das vielleicht jemandem erzählt und sagt, ja, ist mir einfach, hier fällt mir irgendwie auf, Mensch, die Männer sind da alle relativ früh gestorben oder es sind ganz viele Eltern gestorben in einer Ahnenlinie und das hat sich immer wiederholt, weil ganz oft finden wir dann auch Wiederholungen in diesen Ahnenlinien und diesen Geschichten. Und das ist dann allein schon durch diese Sicht von außen auf das Genogramm drauf, da kann ich schon dann eben ganz viel verstehen und erkennen, als wenn ich es nur so in mir überlege, ah, da war ja Tante Lisbeth und Onkel Arnold und die haben das erlebt, sondern wirklich das aufzuschreiben und von außen drauf zu gucken. Und so gibt es halt viele Übungen, die einfach dazu beitragen, dass diese Reflexion angeregt wird, dass man viele Dinge erkennt. Aber ich achte auch immer wieder darauf, dass wir dieses unbewusste Wissen einfach aufwecken auch und zur Verfügung haben durch Meditation, durch Symbole, durch Metaphern, die eben ja die Sprache unseres Unbewussten sind, um dann darüber halt auch noch mehr Zugang zu diesen Seiten zu finden, die wir ja unbewusst aufgenommen haben und halt über die Gene auch vererbt bekommen haben und die uns ja eben gar nicht so bewusst sind, die wir erst, ja, finden und wie ein Detektiv, wie eine Detektivarbeit wirklich in der Tiefe verstehen müssen. Ja, ich habe auch gesehen, es gibt auch Rituale und das finde ich auch sehr hilfreich, sowas auch ja sich zu versöhnen und gleichzeitig ja die Emotionen auch zuzulassen und ja, auf jeden Fall. Ja, genau, da geht es dann im letzten Schritt dann natürlich darum, wenn ich jetzt diese Sachen verstanden habe und ich habe auch vielleicht erkannt, warum jetzt ich meinetwegen immer weinen muss ständig oder so, ne? Dann hat man irgendwie in dem nächsten Schritt, wenn ich dann wirklich schaffe, diesen Vertrag aufzulösen und auch das zurückzugeben, das Päckchen zurückzugeben, was nicht zu mir gehört, dann ist zum Beispiel, wenn es um Tränen geht, so ein Ritual dabei, dass ich wirklich schaue, welche Tränen sind eigentlich wirklich meine und welche gehören eigentlich zu anderen Mitgliedern in diesem System und dass ich die dann nicht mehr weiter weine, sondern dass ich wirklich nur noch die Verantwortung für meine Tränen übernehme und mich abgrenze von der Trauer der Ahnen, die gar nicht zu mir gehört. Ja, das finde ich auch ganz heilsam, manchmal bei Aufstellungen, wenn man die Verantwortung abgibt, zurück zu der Person, wo es eigentlich gehört, weil, wie du sagst, ja, wir übernehmen so viel von unseren Eltern, was sie vielleicht von ihren Eltern übernommen haben und sie von ihren Eltern und genau, es auf jeden Fall kann Struktur und ein bisschen mehr Ordnung reinbringen, zu verstehen, was gehört mir und was gehört eigentlich zu dem anderen. Ja, auf jeden Fall finde ich sehr, ja, sehr heilsam, sehr schön. Ja, und hast du vielleicht noch so einen Tipp für jemanden, der möchte seine vielleicht ja Ahnenwunden, transgenerationale Traumata zu heilen, außer das Buch sich zu kaufen und zu besorgen und die ganz viele Übungen nochmal zu machen, was wirklich sehr hilfreich sein kann. Aber trotzdem, vielleicht für unsere Zuschauer, hast du irgendwelche so Tipps, etwas, was du jetzt
vielleicht so empfehlen kannst? Also meinst du jetzt auch, um dann daran zu arbeiten oder überhaupt einfach sich damit zu beschäftigen? Ja, und wenn man vielleicht sowohl es auch, weil vielleicht man weiß gar nicht, dass das Thema ist. Das eigentlich, warum ich heute mit Beziehungen Schwierigkeit habe, ist vielleicht, weil man Großmutter damals im Krieg, weiß ich, erlebt habe. Genau, also was man auf jeden Fall ja immer tun kann, ist zum Beispiel zu schauen, ob das eigene Lebensthema, was man jetzt so sagen würde, oh, das wiederholt sich dauernd bei mir und erlebe ich immer wieder, komme immer wieder in die Situation, immer wieder ähnliche Partner oder ich kann nicht an einem Ort bleiben, muss immer wieder umziehen oder was auch immer. Und dann mal zu schauen, gibt's das schon in den Ahnenreihen? Hat das eigentlich vor mir vielleicht auch schon jemand gemacht oder würde mein Verhalten, meine Symptome, die ich habe, eigentlich zu jemandem anderen in der Ahnenreihe vielleicht sogar besser passen als zu mir? Ne? Also ich hatte zum Beispiel mal so ein Kind, das extreme Ängste vor Infektionen hatte. Das war vor Corona, also mit Corona hatte das nichts zu tun. Und dann kam raus, dass die Großmutter als Kleinkind erlebt hat, wie ihr Säuglingsschwester, also die Schwester, die noch Säugling war, an einer Infektion gestorben ist auf der Flucht. Und das hat natürlich super gepasst. Da hätte sie solche Ängste und Zwänge irgendwie entwickelt, hätte das total gepasst. Und in dem Leben von dieser Enkelin irgendwie war das eigentlich nicht ganz nachvollziehbar. Aber das zog sich dann über die Generation, das konnten wir richtig nachvollziehen. Und auf sowas könnte man zum Beispiel achten. Ne? Gibt es irgendwelche Wiederholungen, die immer wieder in den Familien stattfinden? Also für mich war zum Beispiel super interessant zu sehen, dass bei uns immer die Mütter alleinerziehend sind auf der weiblichen Linie. Und dass die meisten sogar, die meisten Männer sogar gestorben sind oder weg gewesen sind, wenn die Kinder Säugling oder klein waren, noch sehr klein. Und entweder gestorben, in Krieg gegangen oder irgendwie ansonsten irgendwie nicht wiedergekommen. Und das wiederholte sich. Und dann war es bei mir so, mein Mann ist im Sinne nicht weggegangen oder nicht im Krieg gewesen, aber er hat mich verlassen, als das Kind in dem Alter war, also so 3 bis 4 Monate. Und das ist zum Beispiel eine Wiederholung, wo man dann denkt, wow, und es zieht sich wirklich durch die ganze Ahnenlinie. Was ist da eigentlich los und warum muss es immer wiederholt werden? Und das könnte man ja auch schon so einfach für sich mal schauen im Leben, immer wieder auch in Gesprächen natürlich mit anderen. Und dann gibt es halt eine weite Palette. Ne? Man könnte bei mir zum Beispiel einen Online-Kurs irgendwie machen für sich, bin da bei sinnsucher.de oder aber das Buch kaufen oder aber wirklich Selbsterfahrungskurse machen, um da tiefer einzusteigen. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, ja, wie sehr oder wie tief möchte man eigentlich einsteigen und wie sehr bietet es sich auch an, weil man vielleicht an bestimmten Stellen nicht weiterkommt oder große Sorge hat, dass man das auf seine Kinder überträgt. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, wo die Menschen stehen und was sie für sich eben brauchen und wollen auch. Ja, ich finde, diese Arbeit ist so extrem wichtig, weil wenn man solche Arbeit macht im Hier und Jetzt, man löst wirklich teilweise vielleicht Themen, die von so vielen Generationen hinweg so weitergegeben worden sind. Und wenn man das wirklich für sich löst, dann man kann das auch schauen, dass diese Themen auch nicht weitergegeben werden. Es ist ein bisschen wie so, es gab so viele Generationen und dann heute sagt man, nee, ich investiere da meine Zeit, meine Energie, auch teilweise mein Geld, damit es bei mir irgendwie stoppt und damit meine Kinder eine neue Erfahrung machen können und muss sie nicht diese Themen weitergeben. Das finde ich so wichtig. Genau, das ich sage immer, wir sind vielleicht die erste oder jetzt auch die nach mir kommen, die Generation sind die ersten Generationen, die überhaupt die Kapazität dafür haben, aufzuarbeiten, was da früher irgendwie los war. Jetzt rede ich für Deutschland. Ne? Also meine Mutter, die ist 40 geboren, die hatte nicht diese Möglichkeiten, irgendwie eine Therapie zu machen. Das war irgendwie gar nicht en vogue sozusagen. Das hat man gar nicht irgendwie mit einbezogen. Oder dieses ganze Wissen über die transgenerationale Weitergabe, das ist erst heute ja wirklich zu dieser ganzen Verfügung. Erst jetzt kann man das tun und dann werden wir auch sehen, wie viel davon wirklich hilfreich ist für die nächsten Generationen. Na, weil auf der einen Seite wissen wir ja, es gibt ja auch die Epigenetik. Das heißt, es ist ja auch schon was weitergegangen, wenn mein Kind irgendwie dann auf der Welt ist, ohne dass ich vielleicht irgendwas bis jetzt gemacht habe, außer vielleicht als Mutter in der Schwangerschaft mit diesem Kind gewesen bin. Aber trotzdem hat es schon dieses Zellwissen in sich, was die Generation vor ihr angeht oder vor ihm. Und
Das bedeutet einfach, ich kann vieles ändern in der Art und Weise, wie ich dann mit meinem Kind bin. Aber es bleibt natürlich auch etwas, was sich schon in dem Kind befindet. Ja. Ne? Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass ja in jedem von uns ja schon die nächste Generation angelegt ist, in Form der Samen, in Form der Eier. Und die werden ja auch von dem beeinflusst, was ich erlebe. Oder das Kind in mir, sogar wenn ich also als Frau ein Mädchen in mir habe, sind die Eier ja auch schon da angelegt für die nächste Generation. Ich beeinflusse also auch schon meine Enkeltochter mit dem, was ich Positives erfahre, erlebe und verändere. Und das ist vielleicht ein Punkt, der noch ein bisschen zu kurz gekommen ist in unserem Gespräch hier, dass wir ja eben sehr, sehr ressourcenorientiert arbeiten. Oder wenn ich solche Aufstellungsarbeiten mache, dann geht es nicht nur darum, die Dinge zurückzugeben und zu erkennen, sondern dass ich eine Versorgung der Ahnen erlebe, die sozusagen dann von der richtigen Person zur richtigen Zeit in der Vorstellung erlebt wird, also eine ideale Versorgung, so wie es eigentlich hätte sein müssen. Und durch diese neue emotionale Erfahrung, die ja tatsächlich sich dann auch in den Gedächtnissystemen festsetzt oder dort dann entsteht, da kann man dann tatsächlich wirklich Veränderungen auch neuronal feststellen und die gehen dann eben auch weiter an die nächste Generation. Ja, sehr, sehr spannend und auch ganz wichtig. Genau, also auch diese positiven Erfahrungen werden auch auf eine Art geerbt. Ja. Und ja, das ist auch wichtig, zu nochmal im Blick zu behalten. Das heißt, es ist genau, das finde ich auch ganz wichtig. Und ich finde auch, dass jeder Zuschauer oder Zuhörer kann wirklich auch sehr stolz auf dich selbst sein, dass du überhaupt auch deine Zeit in sowas investiert wie Heilung, weil heute unsere Zeit, man kann sich so viel verlieren, in so viel Ablenkung von sich selbst und gleichzeitig, das macht die Probleme nicht weg oder das nicht wirklich, ist eher so Ablenkung. Ich glaube, in unserer Gesellschaft, wir sind wie so Meistern in so Ablenkung geworden und ja, wirklich sich auch mit diesem, teilweise auch Schmerz, aber auch Freude und alle Emotionen, die damit verbunden sind, auseinanderzusetzen, so wichtig ist für dich selbst, aber auch, wenn du das machst, dann deine Umgebung wird auch dadurch profitieren und auch deine Kinder oder Eltern. Und das ist wie so Wellen. Das wird alle profitieren von dieser inneren Arbeit letztendlich. Auf jeden Fall. Denn überall, wo ich wirke und wo ich bin, habe ich ja einen Einfluss und den kann ich damit auf positive Weise beeinflussen. Ja, und wir werden auch hier in den Shownotes ja, die Webseite und das Buch und der Kurs von Sabine, Online-Kurs auch zu diesem Thema. Und ich kann auf jeden Fall sehr empfehlen, das Buch Vererbtes Schicksal, sehr, sehr schön geschrieben, sehr klar, mit ganz, ganz vielen Übungen. Konnte ich selbst viel damit, ja, viel mitnehmen. Ja, Sabine, und ich danke dir herzlich für deine Zeit, für deine Energie, für deine Arbeit, die du investierst in diese Heilung weg. Ja, vielen, vielen Dank auch an dich, an euch, dass ich hier diese Möglichkeit bekomme, darüber zu erzählen und ja, die für mich wichtige Sache in die Welt zu schicken. Ich danke dir herzlich. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir nochmal. Ja, und dann, kannst, wenn das Video dir auch gefallen hat, du kannst gerne auch das Video liken oder teilen mit einem Freund oder Freundin, die vielleicht dadurch ja, profitieren können. Abonniere gerne auch unseren Kanal und pass gut auf dich selbst auf und ja, sei vielleicht ein guter Freund zu dir selbst oder ein guter Elternteil für dein inneres Kind. Das ist immer etwas, was du auch im Hier und Jetzt immer machen kannst. Dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.